Was lange währt, wird endlich gut. Oder so ähnlich. Ich habe tatsächlich mit dem Drehen dieses Videos schon vor Monaten begonnen und ich habe es nie beendet und das, obwohl ich unbedingt einen zweiten Teil drehen wollte. Herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute haben wir den zweiten Teil vom Book Taste Test. Bedeutet, ich lese Bücher, die mir empfohlen worden sind, sei es durch Zuschauer, sei es durch persönliche Empfehlungen, also wirklich 1:1 Empfehlungen, sei es durch andere YouTube-Videos, durch Blogger und keine Ahnung durch wen, die mir einfach empfohlen worden sind. Und ich werde dir einmal oben den ersten Teil verlinken, falls du den noch nicht gesehen hast. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Bücher ich da gelesen habe, aber es waren einige interessante dabei. Und in diesem Video werde ich mir wieder 5 Bücher näher anschauen. Wie gesagt, einige sind schon Monate her, andere habe ich dann in Lesemonaten dazwischen irgendwann mal beendet. Eins habe ich dann jetzt ganz neu beendet. Also es ist eine bunte Mischung und ich hoffe, dass du viel Spaß dabei haben wirst. Wenn du weitere Empfehlungen hast, halt für dieses Format, die ich mal lesen soll, schreib mir das sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich sie mir gegebenenfalls näher anschauen und in einem weiteren Teil werden dann diese Bücher vorkommen. Ansonsten werde ich dir auf jeden Fall hier einmal mein letztes Video einblenden und oben verlinken. Das war... Was war das letzte Video? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall werde ich sie einblenden. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war, aber es wird super gewesen sein. Ach so, ja. Mein Wanderpaket-Update. Genau, das war es auf jeden Fall. Ich war ja sehr froh, dass ich dir mal beide Wanderpakete präsentieren konnte. Also schau da super gerne vorbei. Denn so ganz positiv war ich dann leider auch wieder nicht. Warum? Schau vorbei. Ansonsten lass mir auf jeden Fall gerne ein Like da, kommentiere alle deine Gedanken, klicke auf den roten Abonnieren-Button, falls du es noch nicht gemacht hast und lass mir ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du die zukünftigen Videos nicht mehr. Ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go! So viel dazu. Und ich würde sagen, in diesem Video starten wir mit einem Buch, was keine Empfehlung ist. Was meine ich damit? Es handelt sich um die Anti-Empfehlung. Die hatten wir ja auch schon im letzten Teil. Es gibt einfach Bücher, bei denen gesagt wird, lies das bitte, weil es so schlecht ist. Oder zum Beispiel gibt es Bücher, bei denen Leute schwärmen und ich sage dann so, boah, das klingt für mich schrecklich. Und dann wird gesagt, also das hatte ich schon häufiger, dass dann gesagt wird, mich würde deine Meinung dazu interessieren. Und ich denke mir so, ich glaube nicht. Und dieses Buch ist tatsächlich von einer Zuschauerin, die mir das zugeschickt hat, weil sie meinte, sie fand es richtig schlecht, sie kann überhaupt nicht verstehen, woher der Hype kommt und dementsprechend wollte sie wissen, was ich dazu sage. Also, wenn du das Video siehst, liebe Grüße an dich. Es hat etwas gedauert, doch jetzt kommen wir in diesem Video zu diesem Buch. Es handelt sich um Soul Bird von Deborah Hewitt, denke ich mal. Und das sind auf jeden Fall 2 Teile eigentlich. Mal schauen, ob ich weiterlese oder ob ich ihr zustimmen kann und sage, Halleluja, was habe ich hier gelesen? Wenn du das Buch gelesen hast, schreib mir mal, ob du es mochtest oder nicht. Es geht darum, seit ihrer Kindheit wird Alice Windham von Albträumen geplagt, deren Bedeutung sie nicht entschlüsseln konnte, bis plötzlich der geheimnisvolle, attraktive Crowley vor ihrer Tür steht und ihr Unglaubliches eröffnet. Alice hat eine seltene Gabe. Sie sieht Nachtschwalben, wundersame Vögel, die die Seele eines Menschen hüten. Doch ein mächtiger Feind will ihre Kräfte für sich nutzen. In letzter Sekunde kann Alice mit Crowleys Hilfe fliehen. Sie folgt ihm in ein verborgenes, paralleles London, voller Zauber und Gefahren, um mehr über ihre Fähigkeiten zu lernen, nichts ahnend, dass ihre Magie mit einem dunklen Erbe verbunden ist. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich finde den Klappentext nicht so ansprechend. Gleichzeitig finde ich aber London als Setting ganz cool. Und wenn dieses Erlernen der Fähigkeiten gut umgesetzt ist, wäre ich da auch dabei. Ich melde mich zurück nach 100 Seiten und bin sehr gespannt, was ich dir bis dahin zu dem Buch sagen kann. So, ich habe jetzt knapp über 100 Seiten gelesen und ich glaube nicht, dass ich weiterlesen werde. Denn ich muss ehrlich sagen, ich finde das Buch nicht grottenschlecht, aber es gibt so grundlegende Aspekte, die ich einfach schlecht finde. Und dadurch wird es, glaube ich, wenn dann ein sehr schwieriges Leseerlebnis und dann kann ich meine Lesezeit anderweitig investieren. Denn es ist halt so, dass wir zu Beginn die Protagonistin kennenlernen und dann kommt auch irgendwann Crowley ins Spiel. Aber es ist so nicht greifbar an vielen Stellen gewesen. Und das ist so ein bisschen was mich stört. Denn wir haben erst 100 Seiten. Und es wurden sehr viele Informationen immer wieder reingeworfen, aber für mich ist alles irgendwie nicht zusammenhängend. Also es ergibt für mich keinen eindeutigen roten Faden. Es ist nicht so, dass ich verstanden habe, okay, das ist die Abfolge der Geschichte. Denn zum Beispiel ist es so, dass Alice einen Vortrag hat, also heißt sie Alice überhaupt? Ja, heißt sie. Auf jeden Fall, Alice hat einen Vortrag, den sie bei der Arbeit machen muss. Dann
ist es so, dass sie eine komische Begegnung mit einer Frau hat. Diese Frau sagt ihr weirde Sachen, die sie überhaupt nicht verstehen kann. Und dann stirbt diese Frau. Und das wird dann auch relativ kurz abgehandelt. Dann ist es so, dass sie irgendwie so eine Schachtel bekommen hat. Dann spielt eine Mitbewohnerin eine Rolle. Auf einmal ist es aber so, dass dann Crowley ins Spiel kommt. Dann muss sie zu so einer Firmenveranstaltung gehen. Dort kommt dann ihre, oder dort wird dann ihre Freundin in einen Unfall verwickelt. Und du merkst schon, das alles ist auf 100 Seiten passiert. Auf 100 Seiten. Und ich kann dir nicht mal sagen, wie das alles miteinander zusammenhängt, beziehungsweise warum es Sinn ergibt, laut der Autorin, dass das so in dieser Reihenfolge irgendwie stattgefunden hat. Also, das, was, wie ich das jetzt gesagt habe, war nicht die richtige Reihenfolge, aber so vom Prinzip her. Verstehe ich nicht. Und dann haben wir Crowley, der auftaucht. Und ich mir zwischendrin dachte, okay, wo kommt er jetzt her? Hilfe, okay, was steckt dahinter? Keine Ahnung. Und dann gibt es so eine Szene, bei der einfach ihre Mutter sagt, hier ist ein Polizist in Zivil, der möchte dich sprechen und mit dir reden. Und ich denke mir so, also wenn ein Polizist in Zivil kommen würde, würde ich dem schon mal gar nichts glauben und sagen, du bist kein Polizist, weil wie unprofessionell ist das? Und dann kommt er in ihr Zimmer. Hilfe. Mittlerweile sind wir auch schon in dieser alternativen London-Realität. Aber ich weiß nicht, ich finde das alles super verwirrend, weil ich mir so denke, ich verstehe nicht, was das jetzt alles soll, warum so viel reingeworfen wird. Und ich finde auch generell, weil es ist ja durchaus fantastisch, und ich finde, das ist überhaupt nicht richtig gut in Szene gesetzt. Weil dann wurde so gesagt, ja hier, da drin ist jetzt eine Feder in dieser Kiste und hier, ja, das bedeutet das und das und das, dass du mit dem und dem Vogel verbunden bist und du bist, gehörst da und dazu und deswegen kannst du dies, das, jenes. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und vor allen Dingen muss ich auch sagen, ich hätte es cool gefunden, wenn zum Beispiel ihre Fähigkeit mitunter darin bestanden hätte, dass sie beispielsweise auf Vögel irgendwie den Einfluss nehmen kann, dass sie dann beobachten können oder ähnliches. Aber das ist leider nicht der Fall. Und ich habe generell einfach das Gefühl, dass die Autorin irgendwie zu viel wollte und gleichzeitig sich aber nicht überlegt hat, wie das alles miteinander vernünftig zusammenhängt, wie man daraus eine runde Geschichte machen kann und vor allen Dingen, wie es eben dem Leser verständlich gemacht werden kann. Denn ich finde, das Wichtigste, wenn man Fantasy-Bücher schreibt, egal wie, also egal welches Subgenre, egal wie viel Fantasy damit zusammenhängt, egal wie viel Worldbuilding man sich überlegt, das Wichtigste ist, dass es dem Leser klar ist. Unabhängig davon, ob er viel Fantasy gelesen hat oder nicht, es sollte jedem Leser klar sein. Und ich kann dir ehrlicherweise, abgesehen von dem, was passiert ist, nichts zum Buch sagen. Also ich kann dir nicht sagen, wie es da aussieht. Das kann vielleicht auch noch kommen, gar keine Frage. Aber ich persönlich sehe hier absolut keinen roten Faden drin. Also wirklich 0,0%. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch 400 weitere Seiten lesen möchte von einer Geschichte, bei der ich mir denke so, was willst du von mir? Was willst du von mir? Zumal ich auch beide Protagonisten jetzt nicht unbedingt sympathisch finde, weil irgendwie stellt sie sich recht dämlich an vielen Stellen und er wiederum ist einfach unsympathisch. Also einfach, weil man aber auch nichts über ihn weiß. Also das hängt damit noch zusammen. Und was ich aber cool fand, beziehungsweise was heißt cool fand, was ich sehr interessant fand, war, wir haben, bevor das erste Kapitel beginnt, einen Prolog, wenn man so möchte, bei dem man eine Szene aus der Vergangenheit sieht. Und ich war zunächst super irritiert, was das soll und was das mit der Geschichte zu tun hat, weil ich mir also dachte so, hä, okay, Hilfe. Und das wird sicherlich ja nochmal aufgegriffen und das ist prinzipiell auch vielversprechend, aber ich glaube tatsächlich nicht vielversprechend genug, um dran zu bleiben. Naja, von daher würde ich es einfach nicht weiterlesen, weil ich dann nur meine Lesezeit verschwenden würde. Und dementsprechend gucken wir uns dann direkt das nächste Buch an. Ein weiteres Buch, was wir uns in diesem Video angucken werden, ist Rabenherz und Eismund. Das Buch ist auf meiner 23 Empfehlungen für 2023 Liste und wurde von einem Zuschauer empfohlen. Ich weiß natürlich nicht mehr von wem, aber es ist eine Zuschauerempfehlung und ich bin sehr gespannt drauf, denn zu diesem Buch weiß ich wirklich gar nichts. Also ich weiß nicht, ob das eher gut bewertet ist, schlecht bewertet, ob es den Leuten gefallen hat, wie viele Rezensionen ich zu erwarten habe. Also ich meine, in meiner Vorstellung wären es vielleicht so 50 oder so, also sagen wir mal auf großen Plattformen. Aber es können halt auch viel mehr sein, denn ich bin manchmal tatsächlich überrascht, wenn ich so Bücher habe, die ich persönlich noch nie gesehen habe. Und dann sehe ich so tausende von Rezensionen und denke mir so, okay, gut, ist dann wohl eine andere Bubble als meine. Aber worum geht's denn? Es geht darum, bisher hat Mailin den Eisfischer, der in den Winternächten Mädchen entführt, für eine Schauergeschichte gehalten. Doch als ihre Freundin Silja spurlos verschwindet, macht Mailin sich auf die Suche nach dem Palast aus Eis und blauen Sternen. Der Weg führt sie in das magische Land über dem gefrorenen Himmel. Dort findet sie nicht nur Siljas Spur, sondern auch Verbündete wie die Elchreiterin Thoma und das geheimnisvolle Bergmädchen Begida. Doch wer ist der rätselhafte
Junge mit den eisgrünen Augen, den sie im Schloss des Winterkönigs finden? Und wieso kennen sie ihn alle drei aus ihren Träumen? Klingt sehr vielversprechend, ich werde dich wieder updaten. Es ist etwas Zeit vergangen, einige Monate, und ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, dieses Video weiter zu drehen. Frag mich nicht, manchmal ist der Wurm drin. Auf jeden Fall habe ich zwei Bücher, die ich schon vor Monaten beendet habe, die in diesem Video aber stattfinden werden, beziehungsweise du wirst zum ersten Mal in diesem Video jetzt eine Rezension dazu sehen. Denn wenn du dich daran erinnerst, habe ich ja in manchen Lesenmonaten immer gesagt, ja, ich zeige dir jetzt x Bücher und ein paar aber nicht, weil die noch in anderen Videos vorkommen. Und wir haben jetzt zwei Exemplare, die irgendwann vorgekommen sind. Ich glaube, das eine im Juli und das andere, ich glaube, August oder so oder davor, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es teilweise schon ein bisschen her. Und wir kommen jetzt nämlich bei diesen Büchern zu meinem Fazit, denn beim Leseprozess habe ich dich natürlich nicht mitgenommen. Wir starten einmal mit einem Buch, was in diesem Video drin ist, weil Jasmin von Cliffhanger and Book Boyfriends, ihr kann alles unten verlinkt, schau gerne bei ihr vorbei, das Buch mal in einem Lese-Vlog, Lesemarathon gelesen hat und ich es daraufhin sehr interessant fand. Und es ist ja Fantasy, bedeutet, bei mir ist es immer so 50-50, mal habe ich richtig Bock drauf und mal dann einfach so gar nicht. Und zwar handelt es sich nämlich um Zwillingskrone. Ich habe jetzt die Bücherbüchse-Ausgabe, die habe ich über eine Bekannte bekommen, von daher, ja, sieht es bei mir so aus und ich habe den Umschlag jetzt gerade abgemacht, aber ich glaube, du weißt grundlegend, wie es aussieht. Das ist dieses weiße Cover mit den Kronen drauf. Und es geht hier ja um zwei Schwestern, Zwillinge, die nicht wissen, dass sie, also beziehungsweise eine weiß, dass sie einen Zwilling hat, die andere weiß es nicht. Und dann ist es so, dass die eine das Leben der anderen übernehmen möchte, sozusagen, um gekrönt zu werden. Und es ist so, dass die Hexen beschuldigt werden, ja, böse zu sein. Also, dass sie damals dafür gesorgt haben, dass dieses Königspaar getötet wurde und deswegen gibt es einen Hass gegenüber Hexen, die haben sich zurückgezogen. Eine der Schwestern ist bei den Hexen groß geworden, die andere am Königshof. Sie wissen nicht, beziehungsweise die Königshofschwester, Rose heißt sie, weiß nicht, was die Wahrheit ist. Sie weiß halt nur, was ihr erzählt wurde. Sie weiß auch nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Die andere Schwester, wie hieß sie, irgendwas mit V, glaube ich, sie weiß es aber schon. Und dann ist es eben so, dass sie, also die Hexenschwester sozusagen, die das Leben von der anderen übernimmt. Und dann hat sie Offenbarungen, also die lernen dann neue Sachen kennen, die müssen sich natürlich dann irgendwie anpassen, weil natürlich sind sie nicht gleich. Wo Leute, die eine Schwester ist sehr angepasst, die andere eher rebellisch. Wie passt die Rebellische jetzt in dieses neue Leben rein? Und so weiter und so fort. Also es geht eigentlich darum, dass man eben diesen doppeltes Lottchen-Effekt hat. Und ich muss sagen, dass das dadurch ganz cool war. Denn das Buch ist nicht durchweg spannend. Das Buch hatte durchaus Längen, aber die kommen einem nicht so krass vor, weil man eben ständig die wechselnden Perspektiven hat. Und das, muss ich sagen, finde ich tatsächlich sehr cool, denn teilweise war es so, dass ich überwiegend Roses Handlungsstrang am interessantesten fand, einfach weil es so ein bisschen spannender ist, finde ich zumindest, wenn du eben so ein sehr angepasstes Mädchen hast, was dann die Wahrheit erfährt, so ist richtig, die Wahrheit erfährt, neue Dinge erfährt und irgendwie damit klarkommen muss. Ich finde, das ist ein bisschen cooler tatsächlich, also sozusagen von brav auf wild in Anführungsstrichen, als andersrum. Denn ich finde, der andere Handlungsstrang von, ich muss jetzt nochmal den Namen rausfinden, aber auf jeden Fall von Ren, mit W, von Ren, war teilweise ein bisschen unspektakulärer, aber an sich gut. Auf beiden Seiten gab es eine Liebesgeschichte. Da fand ich wiederum Rens auf jeden Fall nachvollziehbarer. Also bei der anderen Liebesgeschichte war ich so, okay, ja, ich weiß, was hier vorkommen soll und ich weiß, dass das so beabsichtigt war. Nachvollziehen kann ich es aber nicht so ganz. Also, naja, ist okay, aber wie gesagt, nicht ganz so gut beschrieben worden, beziehungsweise nicht ganz so gut herausgearbeitet worden, wie eben die Liebesgeschichte von Ren. Und ja, das Ende ist auf jeden Fall ganz cool gewesen. Ich bin sehr gespannt, wie es in Band 2 weitergeht. Bedeutet, ich werde auch weiterlesen. Es ist kein 5-Sterne-Buch, aber auf jeden Fall solide 4,5 Sterne. Und hat mich, wie gesagt, gut unterhalten, weil diese Längen durch diese Wechsel eben gut ausgeglichen werden können. Und ich finde, dass immer, wenn man mehrere Perspektiven hat, das ein Buch dynamischer macht, weil man ja dann eben entweder verschiedene Denkweisen derselben Handlung hat sozusagen oder aber man hat eben wie hier mehrere Handlungsstränge und somit passiert ja generell mehr in einem Buch. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht und was ich dir dann dazu berichten kann. Und ich weiß gar nicht, ob es bei einer Dilogie bleibt. Ich glaube aber schon. Und von daher mal gucken, was da mein Endfazit sein wird. Aber es war definitiv eine gute Empfehlung.
Und das zweite Buch ist ein Buch, was auf meiner 23 Empfehlungen für 2023 Liste draufsteht. Auch dazu kann ich dir das Video, falls du es noch nicht gesehen haben solltest, kann ich dir einmal oben verlinken. Und zwar handelt es sich um Rabenherz und Eismund. Das ist jetzt auch schon etwas her, dass ich das Buch gelesen habe. Und ich muss sagen, dass ich ja die Geschichte natürlich interessant fand. Vom Klappentext her, sonst wäre sie ja gar nicht auf der Liste gelandet. Denn genug Auswahl hatte ich ja. Ich finde auch das Cover sehr, sehr hübsch. Muss aber sagen, dass die Geschichte nicht so ganz meins war. Es fing schon damit an, dass man direkt in die Geschichte reingeschmissen wurde. Und bei mir ist halt das Problem, dass ich es auf der einen Seite nicht mag, wenn es zu lange hinausgezögert wird. Aber wenn es halt um Fantasy geht, ist es für mich halt super wichtig, dass mir die Welt langsam erklärt wird. Nicht super langsam, sondern einfach nur, beziehungsweise überhaupt erklärt wird. Vielleicht ist das die richtige Ausdrucksweise. Und wenn das halt nicht der Fall ist und es dann direkt losgeht und ich werde so reingeworfen, dann bin ich halt direkt irgendwie raus. Also dann bin ich schon bei der Geschichte direkt so ein bisschen auf Abstand und Distanz, weil ich mir so denke, ich verstehe doch gar nichts. Ich verstehe doch gerade gar nicht, was das alles soll, was das für Umstände sind und so weiter und so fort. Ich meine, wenn es Urban Fantasy ist, heißt also, ne, wir sind noch auf einer Welt, die so ähnlich ist, blablabla, so, dann komme ich ja wenigstens halbwegs mit. Aber hier wurden dann direkt zu Beginn so Sachen erwähnt, bei denen ich mir dachte, okay, das ist ja nicht normal, also so läuft es ja bei uns nicht ab. Und irgendwie gab es dann aber nicht so richtige Erklärungen. Und damit tue ich mich, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Zudem war der Schreibstil teilweise irgendwie unnötig kompliziert. Also da war der Satzbau dann so, dass ich mir dachte, okay, warum muss er jetzt so merkwürdig sein, also habe ich nicht ganz verstanden. Da hätte ich es mir etwas vereinfacht und geradliniger gewünscht, einfach damit man besser verstehen kann, weil wenn nicht richtig erklärt wird und der schreibt es dann noch so, ist halt noch mal doppelt schwierig. Und die Protagonistin fand ich auch ein bisschen, naja, nicht so geil, einfach weil sie nicht unbedingt so eine Sympathieträgerin war, was auch ja nicht sein muss. Also ich finde nicht, dass eine Protagonistin oder ein Protagonist oder irgendjemand unbedingt krass sympathisch sein muss. Aber es sollte halt gut erklärt werden, warum die Person so ist. Und ich finde nicht, dass das so ganz plausibel für mich rübergekommen ist. Ansonsten war es so, dass der Handlungsverlauf und das, was eben schon im Klappentext angedeutet wurde, das war an sich interessant. Ich finde auch die Idee mega, mega cool. Einfach weil es mal was anderes ist. Aber dadurch, dass eben viele Fragezeichen bei mir offen geblieben sind, hat es halt nicht so den krass überzeugenden Effekt gehabt, wenn man das so sagen kann. Und zwischendrin gab es definitiv auch Längen. Ich meine, das Buch ist ja auch etwas dicker und von daher hat es mich dann zwischendrin auf jeden Fall verloren. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, ne, was ist dir tatsächlich passiert? Ich glaube, ich könnte dir viele Dinge einfach nicht sagen, weil ich sie entweder nicht hundertprozentig verstanden habe oder aber auch, weil ich sie direkt wieder vergessen habe. Und dementsprechend war das so ein Fantasy-Buch, was zwar cool ist, aber einfach nicht so ganz meins. Und ich weiß ja immer nicht genau, ob es daran liegt, dass ich eben seltener zu Fantasy greife. Heißt also, vielleicht weniger Verständnis habe als Leute, die viel sich mit Fantasy umgeben. Oder ob es wirklich an dem Buch jetzt explizit lag und dass das einfach nicht meins war. So. Also, ja, weiß ich immer nicht, kann ich nicht so ganz einschätzen. Aber das war auf jeden Fall eher ein Buch, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Aber ich glaube, es kommt, wie gesagt, super darauf an, wie was man für Erwartungen hat und wie Fantasy-affin man ist. Könnte ich mir vorstellen, falls du es gelesen hast und vielleicht auch regelmäßig Fantasy, also was heißt regelmäßig? Ich lese ja an sich auch regelmäßig Fantasy, aber sagen wir mal überwiegend Fantasy liest, kannst du mal gerne in die Kommentare schreiben, wie dir das Buch gefallen hat und ob du sagen würdest, es hat damit was zu tun, zumindest bei dir, oder es liegt generell irgendwie an diesem Buch jetzt explizit. Als letztes Buch für dieses Video habe ich mir überlegt, ich habe ein bisschen länger hin und her überlegt, welches Buch passt. Und zwar werde ich jetzt eins auswählen, was keine direkte Empfehlung war, aber ich habe so viele gute Rezensionen zu diesem Buch gesehen, dass ich einfach wissen muss, was dran ist und ob es mich auch überzeugen und ob ich sie dann dementsprechend empfehlen kann. Und zwar handelt es sich um Angst von Iber Leon Menger. Und wie gesagt, das Cover hätte mich nicht unbedingt angesprochen, weil ich finde das irgendwie so ein bisschen, ja, es ist okay, aber jetzt auch nicht das Schönste und auch nicht das Auffälligste und auch sonst nichts. Aber wie gesagt, die Rezensionen, die ich bisher gesehen habe, waren alle durchweg positiv und begeistert. Und deswegen dachte ich mir, gebe ich dem einen Versuch. Und ich habe es ja im Zuge meines Rebuy-Hauls einziehen lassen. Das Video verlinke ich dir oben. Da kannst du dann nochmal schauen, welche Bücher darüber hinaus noch eingezogen sind. Und es geht darum, irgendetwas an Viktor stimmt nicht. Das spürt Mia schon bei ihrem ersten Date im Edelrestaurant über den Dächern Berlins. In den Tagen darauf geschehen merkwürdige Dinge, die sich irgendwann nicht mehr mit dem Zufall erklären lassen. Mias anfängliche Beunruhigung weicht einer lähmenden Angst. Doch dann beschließt sie, den Spieß umzudrehen. Ein tödliches Spiel beginnt. Das klingt sehr, sehr cool und vor allen Dingen bin ich gespannt, was mir dann für ein Charakter sein wird. Einfach aufgrund dessen, dass
ich glaube, nicht vielen Leuten einfach so einfallen würde, okay, drehen wir jetzt mal den Spieß um. Also deswegen, ich bin sehr gespannt drauf und starte jetzt mal direkt rein. So, ich bin jetzt genau auf Seite 100 und muss sagen, dass ich es bisher nicht so spannend finde. Also im Sinne von, dass man jetzt denkt, oh mein Gott. Aber es reicht komplett aus, weil man einfach oder weil ich einfach wissen möchte, was jetzt dahinter steckt. Denn es ist so, dass die Protagonistin noch nicht so ganz greifbar für mich ist. Denn teilweise ist sie sehr clever und macht sich auch Gedanken. Also es ist nicht so dieses, es wird etwas Offensichtliches angesprochen. Und dann sind die Protagonisten ja manchmal so, ja nee, das ignoriere ich jetzt. Obwohl sich jeder denkt so, warum fragst du nicht nach? Warum erkundigst du dich nicht mehr? Warum findest du es nicht komisch? Das ist hier nicht der Fall, was ich sehr gut finde, denn ich hasse das. Aber das ist hier nicht so. Aber in anderen Situationen wiederum ist die Protagonistin dann irgendwie so, dass ich mir denke, warum? Warum bist du da so komisch? Also von daher, ich bin gespannt, ob sich das noch legt und sie so ein bisschen eindeutiger für mich einzuordnen ist oder ob das halt einfach ihr Charakter ist. Und ansonsten, was mit Victor und so weiter zu tun hat, finde ich auch sehr spannend irgendwie. Denn es ist nicht so, und das finde ich, denkt man ja vielleicht so vom Klappentext klischee-mäßig, dass die beiden so ein Date haben und dann treffen die sich häufiger und dann wird es erst komisch. Nee, die hatten dieses eine Date und anschließend bringt er halt komische Aktionen, obwohl sie sich nicht weiter aktiv treffen. Einfach weil ihr Vibe da so ein bisschen anders war als seiner. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, sie macht sich da durchaus ihre Gedanken. Und es wird sich zuspitzen. Und ich finde, aber unabhängig jetzt von der Spannung, dass das Buch sehr gut geschrieben ist, sodass es Spaß macht, die Geschichte zu verfolgen und einem auch überhaupt nicht so vorkommt. Also 100 Seiten kamen überhaupt nicht wie 100 Seiten vor, sondern eher so wie, wenn überhaupt, 50. Und das finde ich ist sehr, sehr cool, denn dadurch macht es halt einfach Spaß und man fliegt voll durchs Buch durch. Also dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es dann weitergeht, wie extreme Ausmaße es nehmen wird und eben dann natürlich, wie mein Gesamtfazit sein wird. Ich lese das Buch dann jetzt zu Ende und dann sehen wir uns wieder bei meinem Fazit. So, ich habe das Buch jetzt beendet und ich muss sagen, mir hat es an sich echt gut gefallen. Viele haben immer gesagt, Plot-Twist, Plot-Twist, Plot-Twist. Und ich weiß jetzt nicht genau, worauf sie sich bezogen haben, aber wenn es das ist, was ich denke, was es ist, war es für mich kein Plot-Twist. Liegt aber primär immer daran, dass sobald jemand das erwähnt, dass ich aktiv die ganze Zeit darüber nachdenke, okay, wenn alle sagen, es ist ein Plot-Twist, was könnte es dann sein? Was ist dann möglich? Was hat sich der Autor überlegt? Also heißt, ich denke die ganze Zeit darüber nach und dementsprechend ist es nicht immer garantiert, aber wahrscheinlicher, dass ich eventuell auf die richtige Lösung komme. Und hier war es auf jeden Fall so. Und dennoch hat es mich aber sehr gut unterhalten, denn ich finde, es ist richtig, richtig so sogwirkungsmäßig geschrieben. Also man hat immer Bock weiterzulesen, man kann es in einem durchlesen, wenn man möchte, je nachdem halt, wie viel Zeit man hat. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also von daher kann ich es dir grundlegend auf jeden Fall empfehlen. Es lässt sich gut lesen und ich bin super gespannt, denn ich habe ja bei meinem Wanderpaket, das Video werde ich dir auch mal oben verlinken, bei dem Update war ja das erste Buch des Autors dabei. Das sieht ja so aus. Und ich bin extrem gespannt drauf, wie es da sein wird. Denn wenn mich das auch überzeugt, ist es halt einfach ein guter Autor, um gut unterhalten zu werden und einen guten Thriller zu haben. Also von daher, ich bin sehr gespannt, was ich dir dazu berichten kann. Aber das Buch kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich muss sagen, die Protagonistin, weiß ich nicht, ist nicht so ganz mein Fall gewesen. Aber das finde ich bei Thrillern nicht immer so wichtig. Es kommt halt immer drauf an, ob daraus eine Reihe werden soll, ob das eine Ermittlerin ist oder. Aber in dem Fall war es jetzt nicht so schlimm. Und auch sonst war jetzt kein Charakter dabei, den ich so krass sympathisch fand. Aber auch das wieder finde ich bei Thrillern immer nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Weil da ist es wichtiger, finde ich, dass die Handlung stimmt, dass es durchaus mal Punkte gibt, bei denen man sich denkt, oha, was passiert hier gerade? Dass Spannung aufkommt und das, finde ich, hat das Buch auf jeden Fall gewährleistet. Ich muss aber auch sagen, ich finde, der Klappentext trifft den Inhalt nicht so richtig. Also ich habe mir vom Lesen des Klappentexts etwas ganz anderes vorgestellt, wie die Geschichte ablaufen würde, zumindest eben grundlegend. Und ich finde nicht, dass das unbedingt übereingestimmt hat. Keine Ahnung, wenn du das Buch gelesen hast, schreib mal gerne in die Kommentare, ob es dir da ähnlich ging. Weil, wie gesagt, finde ich jetzt nicht ganz passend. Aber egal, wie gesagt, insgesamt hat es mich gut unterhalten und ich bin gespannt, was ich dir dann zu dem anderen Buch des Autors berichten kann. Das war's mit dem zweiten Teil des Bookish bzw. Book Taste Test. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare. Es hat, wie gesagt, lange gedauert, bis dieses Video entstanden ist, aber ich habe es jetzt endlich geschafft. Falls du irgendwelche Anregungen hast für weitere Formate, irgendwelche Buchempfehlungen, wie gesagt, die ich mir eventuell mal im Verlauf dieses Formats angucken soll, schreib mir das alles sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten immer gerne ein Like da lassen, auf den roten Abonnieren-Button klicken. Falls du es noch nicht gemacht hast, darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn du die Glocke aktivierst,
aktivierst, verpasst du die nächsten Videos nicht mehr. Das war's auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.